Im Machfelderhof präsentierte Beatrice Turin die Astrid Zöll Dirndl-Kollektion Belice. Und natürlich wollte ich von vielen Gästen wissen, was sie zum Thema Dirndl so zu sagen haben. Ja, ich trage sehr, sehr gerne Dirndl, auch privat. Gerade die Dirndl-Kollektion, die ich jetzt mit der Frau Sokotolski und mit der Astrid Zöll gemeinsam auf den Markt gebracht habe, ist ja auch sehr elegant und dadurch passen sie sowohl zu eleganten Abendveranstaltungen als auch in den Machfelderhof oder auf ein Wiesenfest. Und was gefällt dir so gut an Dirndl und an Trachten? An den Trachten gefällt mir so gut, weil jede Frau hat einfach eine gute Figur da drin, also es passt einfach jeder Frau. Es gibt das perfekte Modell für jede einzelne Dame und da kann sich wirklich jeder aussuchen, was zu einem passt. Und ich finde auch so Trachtenveranstaltungen sehr schön, weil es einfach irgendwie eine Gemeinschaft ist, wenn alle in Tracht kommen. Das finde ich sehr schön. Wie gefallen dir denn die Dirndlen, Herr Robert? Heute sind so viele Dirndl da. Wie gefallen dir Gott sei Dank. Weil ich glaube, ein Dirndl ist das sexieste Kleid. Absolut. Es präsentiert die beiden Vorteile. Wirklich. Auch Damen, die vielleicht nicht so eine tolle Figur haben, obwohl ja alle Damen sowieso schöner sind als wir Männer. Aber es gibt halt, die Dirndl machen jede Dame irgendwie ein bisschen erotisch. Genau so ist es. Nämlich die Taille wird zusammengezogen und das Holz von der Mitte wird präsentiert. Das Dekolleté, das blickt, da schaut man ja gleich auf zwei Augen. Genau. Und die Männer, die schauen dann nicht mehr so, sondern die schauen dann eher so. Nein, es ist Erotik pur und Dirndl, das ist so wichtig. Und es bedeutet Österreich, ein Kulturgut. Genau. Was ist denn vielleicht das absolute Do und das absolute Don't bei einem Dirndl? Was sollte man auf jeden Fall vermeiden? Vielleicht auch eine wichtige Frage. Naja, vor allem die Länge, die Art soll zu der Kundin passen. Ja? Jede Kundin ist eine Prinzessin und ich in meinem Geschäft mache ich die Kundinnen als Prinzessinnen, wirklich. Ja, ist ganz einfach. Da kann man nichts prinzipieren. Trägst du auch manchmal Dirndl? Schon lange nicht mehr, die Zeiten sind vorbei, weißt, weil im Alter passt es mir nicht mehr so, weil mein Busen passt nicht mehr ins Dirndl rein. Obwohl mittlerweile hätte ich wahrscheinlich die Größe. Trägst du manchmal Dirndl? Ja, in rosa und violett habe ich es ganz gern. Mit hohen Hackenschuhen. Und deine Tochter? Die hat mehr die Lederhosen an. Sie ist mehr für die Lederhosen-Collection und ich bin mehr für das Dirndl zuständig, oder? Ja. Du trägst gerne Lederhosen, Haferlschuhe? Ja, jeden Tag. Ja.